So, erstmal den da weg. Okay, Sprungtruppen. Und die kommt gar nicht vorbei. Noch in die Richtung, denke ich mal, ne? Wird schon richtig sein. So, jetzt gehen wir mal hier lang und hier lang. Das sieht gut aus. Ach ja, Überraschung, Sprungtruppen. Hier lang. Na war ja, ich muss gerade niesen, aber ja. Holy, war es jetzt nicht so laut gewesen. Auf die Beine und in die Schlacht. Aber sowas von. So, wir müssen eigentlich da angekommen sein, gleich wo wir hin müssen. Ah ja, wir müssen die Leute ja hier retten. Dann machen wir das jetzt hier. Komm, Jorgan. Da. Da stehen noch zwei. So. Hier haben wir die ersten. Aufmachen! Ihr müsst weg hier! Die anderen warten, um euch in Sicherheit zu bringen. Da haben wir doch die nächsten. Kann ich das jetzt ziehen? Brauche ich nicht erlaufen. Sehr nett. Da. Nicht hier bleiben. Die Sprungtruppen stecken alles in Brand. Flieht! So ist es. Was willst du denn hier? Sicherheitsgeschütz. Ja, machen wir so. Da ist ja auch noch einer. So, Arik. Welchen Weg habe ich denn vorhin genommen? Ich glaube, ich bin noch weiter hochgelaufen, oder? Aber ich glaube, da war nichts gewesen. Das war eine Falle, glaube ich. Ja. Los, hoch! So. Flieht, solange ihr könnt! Eure Leute warten auf euch! Hier waren Truppen drin. Das war es doch gewesen, stimmt. So, erledigt. Hier sind die dran. Hallöchen! Okay, befreien. Ein Haus noch. Dann nehmen wir uns das da hinten vor.
Hallöchen. Sicherheit. Jetzt! Hilfe wartet! So, wir gehen diesen Weg hier. Los! Verschwindet hier! Das ist eure Schuld. Ihr habt uns das angetan. Wir haben gerade unser Leben riskiert, um euch vor den Sprungtruppen in Sicherheit zu bringen. Sie haben jeden Grund, um wütend zu sein. Die Sprungtruppen haben wahrscheinlich nach uns gesucht. Unter meiner Herrschaft hat es ihnen an nichts gemangelt. Seht sie euch jetzt an. Ich glaube euch, dass ihr helfen wolltet. Aber mit eurer Ankunft habt ihr uns dem Untergang geweiht. Der Imperator will ein Exempel an eurem Widerstand statuieren. Wahrscheinlich wird er behaupten, dass ihr mit uns zusammengearbeitet habt, um noch härter zuschlagen zu können. Warum werdet ihr von Arkan angegriffen? Weil wir Zweifel haben. Erzählt ihnen den Grund. Ich habe eine Erklärung dafür verlangt, wie unser ewiger Imperator sterben konnte. Ich habe bei den alten Bräuchen nach Anleitung gesucht. Ich habe mich gefragt, warum wir an so vielen Fremdlingen Rache für die Taten einer Einzelperson üben. Ich wollte Gerechtigkeit für diejenigen, die zu einem Leben im Exil verdammt sind. Wir hatten alle Fragen und der neue Imperator verabscheut es, in Frage gestellt zu werden. Jetzt habt ihr ihm womöglich einen Grund geliefert, uns ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen. Wir haben ein Lager. Ich kann euch Schutz bieten. Ihr habt nur eine Handvoll Soldaten und wir können so viele Flüchtlinge nicht versorgen. Seht euch um. Alles ist besser als das, was sie jetzt haben. Okay, wir vertrauen euch. Kana, wir kommen zurück und bringen Zivilisten mit. Viele Zivilisten. Haltet Ausschau. Ich hoffe, ihr habt euer Buschmesser dabei. Für eine so große Gruppe müssen wir erst einen Weg freischlagen. Na los! Ja, ich muss jetzt diplomatisch vorgehen, weil ich brauche diese Zivilisten. So. Wir müssen jetzt erst einmal gucken. Ich glaube, wir können doch aufsatteln. Besser, viel besser. So, warte mal. Ihr könnt mich jetzt mal. Ich fahre einfach durch. Tschüss. So. Jetzt habe ich sie alle am Arsch. Aber die aus der Base greifen die gleich an. Das ist doch viel einfacher. So. Das machen wir auch hier ein bisschen mit. Bin ja gar nicht so, ne? Feuer frei! Siehste? Viel einfacher. So. Da hätte ich doch noch was. Komm, dann nehmen wir noch mit hier. So, jetzt spreche ich mit dir, Arik. Willkommen zurück, Sir. Die Flüchtlinge sind angekommen.
Wir setzen sie ein, wo wir können. Aber ich mache mir mehr Sorgen um die Vorräte. Es gibt eine Menge hungriger Mäuler. Im Moment muss es reichen, dass wir ihnen Schutz und Unterkunft bieten. Wir fahren morgen mit der Mission fort, wenn sich die Flüchtlinge eingelebt haben. Gönnt euch etwas Schlaf. Verstanden. Ihr habt ihn gehört. Sorgt für Ordnung hier und dann ab in die Kiste. Die Allianz mag eure Show sein, aber diese Soldaten... Für sie bin ich verantwortlich. Ist das klar? Ihr würdet euch die Last der gesamten Galaxis aufbürden, wenn ihr könntet. Das bewundere ich. Ich mache nur den Job, für den ich mich gemeldet habe. Wir sehen uns morgen früh, 0700. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Wird er sich uns anschließen? In beratender Funktion. Paschner weiß mehr über Sakul als wir alle zusammen. Was ihr gestern getan habt, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich will euch helfen, noch mehr zu bewirken. Eine meiner SID-Quellen hat dem Chaos-Trupp vor nicht allzu langer Zeit interessante Informationen zukommen lassen. Dafür müssen wir uns wohl bei Theron bedanken. Jedenfalls ist das der Grund, warum wir alle hier sind. Kein Kommentar. Durch die Daten konnten wir einen planetaren Transmitter in einem Außenposten der Sakul-Ritter ausfindig machen. Unsere Mission ist es, ein Abhörgerät daran anzubringen. Und dann liegen ihre Geheimnisse offen vor uns. So bekommen wir direkten Zugriff auf ihre Kommunikation. Und der Chaos-Trupp kann anfangen, wichtige Ziele im Turm anzugreifen. Und den Vergeltungsmaßnahmen ausweichen. Wir könnten Geister sein. Tödliche. Schwer bewaffnete. Geister. Das klingt wie etwas, was der Chaos-Trupp schon längst hätte erreichen können. Ein Abhörgerät anzubringen, ohne dabei entdeckt zu werden, benötigt eine Vorbereitungszeit von gut einem Monat. Oder eine wirklich große Ablenkung. Wenn ihr die Ressourcen dafür erübrigen wollt, können wir sofort damit loslegen. Läuft alles nach eurem Plan, Theron? Also? Eine ehrliche Antwort. Der Transmitter ist ein sinnvolles Ziel und der Chaos-Trupp ist für den Angriff gut geeignet. Je früher, desto besser. Dann ist es beschlossen. Sagt Odessen Bescheid. Wir gehen zum Angriff über. Ihr wollt wirklich Arkans Streitkräfte angreifen? Nur um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Wir haben noch nicht genug Truppen für eine echte Invasion. Eure Leute können sich um die Ablenkung kümmern. Euch will ich beim Angriff auf den Transmitter dabei haben. Wir brauchen jeden fähigen Kämpfer, den wir kriegen können. Und ihr seid dafür mehr als qualifiziert. Dann mal los! Ich liebe es zu blitzen. Natürlich bin ich qualifiziert. Wachposten im Außenbereich. Nichts Ungewöhnliches. Gebt den Befehl, wenn ihr bereit seid. Startet den Angriff. Verstanden. Legen wir los. Ah!
So ein Kleid hätte ich wohl ganz gerne auch vor der Tür. Ich glaube, das ist das Beste, was wir kriegen können. Chaostrupp, gebt uns Deckung und achtet auf Verstärkung. Wir gehen rein. Verstanden, Major.